Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei einer ZIP-Spezial aus Anlass des mittlerweile dritten Lockdown in diesem Jahr in Österreich. Nach dem Weihnachtsfest kommt wieder eine ganze Reihe harter Einschränkungen auf uns zu. Und damit einher geht auch erstmals besonders harte Kritik der Opposition an den Maßnahmen, am Zeitpunkt und an den kurzfristigen Änderungen. Schauen wir uns an, was da zuletzt geschehen ist. So hat sich die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Monaten entwickelt. Und erst zu diesem Zeitpunkt, am 3.11., als die Zahlen neuerlich stark in die Höhe schnellten, wurde ein weicher Lockdown verhängt. Zwei Wochen später, die Zahlen gingen bis dahin nicht deutlich zurück, ein harter Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr etc. Am 7. Dezember, rückblickend kann man sagen, schon am 7.12. gab es Lockerungen und der harte Lockdown wurde beendet. Damals lagen die Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen über 7 Tage hinweg bei 261 Fällen. Und das ist vor allem interessant im Vergleich mit Deutschland. Als wir öffneten, appellierte Kanzlerin Merkel gerade eindringlich für ein neuerliches Schließen. Und das nur bei einer 7-Tages-Inzidenz von 180. Jetzt müssen wir also nachziehen. Kurz vor Beginn der Impfung in Österreich, FPÖ und Neos orten ein Chaos und eine Planlosigkeit bei der Regierung und die SPÖ spricht sich vor allem gegen den mittelbaren Testzwang aus. Viele Fragen also, die sich aus den neuen Plänen ergeben. Hans Bürger hat Bundeskanzler Kurz dazu interviewt. Herr Bundeskanzler, die Schweiz hat vor wenigen Minuten oder vor einer Stunde gemeint, dass Österreich für sie kein Risikoland mehr ist. Das heißt, die Situation bessert sich offensichtlich, was die Stellung Österreichs in Europa betrifft. Und trotzdem jetzt diese harten Maßnahmen, sind sie wirklich notwendig? Also es stimmt, Herr Bürger, dass unsere Ansteckungszahlen massiv zurückgegangen sind, dass wir besser dastehen im Moment als die Masse unserer Nachbarländer, als die Schweiz, als Tschechien, als viele andere. Aber nichtsdestotrotz sind die Ansteckungszahlen auf einem hohen Niveau. Und vor allem ist Österreich keine Insel, sondern wir haben einen massiven Austausch mit anderen Ländern. Wir erleben gerade, dass in vielen anderen Ländern die Ansteckungszahlen explodieren. Und die Prognosen der Europäischen Union für den Jänner, Februar, März, die sind sehr, sehr düster, weil natürlich sich in dieser Zeit vieles nach innen verlagert, die Temperaturen noch kälter werden, das Immunsystem der Leute im Winter schlecht ist. Und daher wissen wir, es kommt eine sehr, sehr schwierige Zeit auf uns zu. Das erste Quartal wird extrem mühsam werden. Und je stärker wir jetzt die Ansteckungszahlen hinunterdrücken, desto besser sind wir gerüstet für die Phase, die noch vor uns liegt. Insofern kurz zusammengefasst, es stimmt, dass unsere Ansteckungszahlen niedriger sind als in vielen anderen Ländern, aber sie sind trotzdem zu hoch. Wir müssen weiter hinunter, damit wir dann durch massives Testen die nächsten Monate das Ansteckungsgeschehen unter Kontrolle halten können und hoffentlich so durchkommen, bis die Impfung greift, damit wir im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren können. Warum hat man dann diesen harten Lockdown 2 nicht einfach verlängert? War das dem Weihnachtsgeschäft geschuldet? Es ist immer alles eine Abwägungsfrage. Und natürlich gibt es neben der Notwendigkeit, die Ansteckungszahlen niedrig zu halten, auch die Frage, wie kommen wir wirtschaftlich durch diese ganze schwierige Zeit. Und wir sind, so wie Deutschland und viele andere Länder auch, seit November de facto in Lockdowns, Lockdown-Light, Lockdown-ähnlichen Zuständen, ganz gleich, wie man es nennen möchte. Unser erklärtes Ziel war aber immer, dass wir das Weihnachtsgeschäft zulassen, weil das ja nicht nur für die Wirtschaft wichtig ist, sondern das bringt auch viele Steuereinnahmen, die wir dringend brauchen, um Pensionssystem, Gesundheitssystem, Sozialstaat zu finanzieren. Und zum anderen, was uns natürlich auch ein gesellschaftliches, ein soziales Bedürfnis, dass wir ein halbwegs sicheres und würdevolles Weihnachtsfest am 24., 25. zulassen. Aber ja, jede Öffnung hat ihren Preis. Es ist immer eine Balance zwischen Freiheit und Einschränkung, zwischen Ansteckungszahlen und sozusagen wenig sozialem Leben. Und daher sehen wir es für notwendig, eben nach dieser kurzen Phase des Weihnachtsgeschäfts, des Weihnachtenfeiern, ab dem 26. die Maßnahmen wieder zu verschärfen. Und ich kann nur sagen, die Masse der europäischen Länder tut es uns gleich. Fast alle gehen hier einen ähnlichen Weg.
Aber es ist ein Teil Ihres Erfolgs, Ihres politischen Erfolgs gewesen, dass Sie Linie halten. Darauf waren Sie auch immer sehr stolz. Jetzt ändern Sie Ihre Linie, was diese Politik betrifft, eigentlich ohne Unterbrechung. Wir haben es bald 300 Tage nach dem ersten Fall in Österreich. Die Österreicherinnen und Österreicher, auch die, die mit uns sprechen, mit den Medien, sagen, sie kennen sich nicht mehr aus, das geht ihnen alles viel zu schnell. Haben Sie Verständnis dafür? Natürlich habe ich Verständnis, dass sich die Menschen wünschen würden, dass die Regeln immer gleich sind und gleich bleiben. Ich kann das total nachvollziehen. Aber ich sage nur, übersetzt würde das ja bedeuten, dass wir seit März im Lockdown hätten verharren müssen, dass wir niemals hätten öffnen können. Das hätten wir alle weder sozial noch wirtschaftlich überleben können. Und die Pandemie, die kommt in Wellen. Die Ansteckungszahlen, die sind nicht immer gleich, sondern das sind Wellen, die über uns hereinbrechen. Und darum ist es notwendig, natürlich auf diese Wellenbewegungen zu reagieren, mit dem Motto, so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Einschränkung wie notwendig. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass unser Plan für die nächsten Wochen und Monate ein sinnvoller, ein durchdachter und ein ausgewogener ist. Ja, wir lassen eine gewisse würdevolle Form des Weihnachtenfeierns zu. Es ist ja weltfremd, den Leuten zu sagen, dass sie ihre eigene Familie zu Weihnachten nicht einmal im kleinsten Kreis treffen dürfen. Natürlich gestatten wir, lassen wir zu, dass man im kleinen Rahmen feiert mit 10 Personen und bitte so vorsichtig wie möglich. Alles andere, glaube ich, würde von den Menschen ohnehin nicht eingehalten werden. Und gleichzeitig wäre es unverantwortlich, so zu tun, als gäbe es keinen Jänner, Februar, März, als würden wir nicht wissen, was da auf uns zukommt. Daher die ganz klare Zielsetzung, nach Weihnachten, ab dem 26. Dezember, ein Verschärfen der Maßnahmen, der Appell an die Menschen, bitte treffen Sie dann wieder niemanden, Ausgangsbeschränkungen, wo man natürlich die Möglichkeit hat, Sport draußen zu machen, einkaufen zu gehen, zum Arzt zu gehen, andere Menschen zu unterstützen, aber sonst ein Zurückfahren auf das absolute Minimum, damit wir so weit mit den Ansteckungszahlen hinunterkommen, dass wir am 18. Jänner wieder öffnen können und mit Testungen ein halbwegs normales Leben zulassen können. Aber haben Sie vielleicht nicht zu oft über das Licht gesprochen nach dem Tunnel und zu wenig über den Schatten? Jetzt hat man in den letzten Tagen den Eindruck gehabt, juhu, die Impfung ist da. Sie selbst haben gesagt, das ist jetzt der Durchbruch. Das ist eigentlich die Wende in dieser gesamten Krise. Jetzt redet man wieder über Tests. Warum sind plötzlich diese Tests wieder so wichtig? Aber Herr Bürger, das sind ja Dinge, die klar sind und die jeder, nicht nur ich, sondern jeder ständig dazu sagt. Sie werden ja nicht glauben, dass die erste Impfung, die verabreicht wird, sofort die Situation löst. Ich habe im August die wirklich schwierige Prognose gewagt, weil viele Menschen Druck gemacht haben und gesagt haben, sag jetzt endlich, wann das vorbei ist. Und ich habe die schwierige Prognose gewagt und habe gesagt, ich glaube, Mitte nächsten Jahres, im Sommer 2021, können wir zur Normalität zurückkehren. Und ich war mir gar nicht sicher, ob das so schlau ist, weil man es schwer vorhersehen konnte. Aber ja, es ist jetzt so eingetreten. Mit dem 27. Dezember beginnen wir zu impfen. Jede einzelne Impfung, die wir durchführen, führt uns einen Schritt in Richtung Normalität bis zum Sommer, wo dann hoffentlich ausreichend Menschen geimpft sind, dass wir wieder zur Normalität vollständig zurückkehren können. Aber bis dahin müssen wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten. Das heißt, es ist ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf der einen Seite wird es immer besser aufgrund der Impfung und auf der anderen Seite rechnen wir natürlich damit, dass ab der Öffnung die Ansteckungszahlen wieder steigen. Und damit sich das hoffentlich bestmöglich ausgeht, müssen wir jetzt einmal runterkommen mit den Ansteckungszahlen und dann testen. Ein letztes Wort zu den Tests, Herr Bürger, weil es mir wichtig erscheint, manche Menschen wollen sich nicht testen lassen. Ich respektiere das. Aber ich bitte jeden auch zu respektieren, dass es viele Menschen gibt, die sich danach sehnen, wieder eine Kulturveranstaltung zu besuchen, wieder auf Urlaub zu fahren. Und es ist volkswirtschaftlich für uns auch wichtig, dass das stattfindet, weil viele Arbeitsplätze davon abhängen. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entschuldigen Sie, das Wort Drohung steckt ein wenig dahinter, denn die Menschen empfinden es schon ein wenig so, wenn du dich nicht testen lässt, dann darfst du da nicht hinein, dann darfst du deine neue Freiheit nicht leben. Aber das ist einfach die falsche Übersetzung, sondern der Punkt ist der, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen gewisse Bereiche des Lebens
monatelang geschlossen. Die Gastronomie, den Tourismus, Kulturveranstaltungen, Sportevents, all das verträgt sich nicht mit einer Pandemie. All das ist in Zeiten einer Pandemie eigentlich nicht möglich. Gott sei Dank haben wir aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts mittlerweile Schnelltests zur Verfügung. Das heißt, wir können es möglich machen, dass jemand an einer Kulturveranstaltung teilnimmt, dass jemand auf Urlaub fährt, wenn er vorher einen Test durchführt. Und ich respektiere jeden, der sagt, das will ich nicht. Aber ich bitte alle, die das nicht wollen, auch um Verständnis, dass man den Menschen, die das eben wollen, die Möglichkeit geben sollte, vor allem, weil es in unser aller Interesse ist. Je mehr Menschen sich testen lassen und dann in ein Konzert gehen, je mehr Menschen sich testen lassen und dann auf Urlaub fahren, desto besser für unsere Steuereinnahmen, desto mehr Arbeitsplätze halten wir in unserem Land und desto besser für uns alle. Insofern würde ich für mich persönlich sagen, ich bin heilfroh, dass es mittlerweile Schnelltests gibt. Ich wäre froh gewesen, wenn wir die schon im Sommer gehabt hätten. Damals gab es sie nicht. Und weil es sie heute gibt, sollten wir sie auch nutzen. Aber wir reden da ohnehin schon über die Zukunft ab Mitte Jänner. Jetzt müssen wir mal nach Weihnachten mit den Ansteckungszahlen so weit wie möglich runterkommen. Der Wirtschaftskammerpräsident Mara hat gesagt in einem ZIP-Interview, er versteht nicht, warum die Politik so oft auftritt und nicht mehr die Wissenschaftler. Jetzt sei doch die Zeit der Virologen, der Wissenschaftler, so wie in Deutschland trosten, treten Sie, also nicht nur Sie persönlich, sondern die Regierung zu oft auf. Ich glaube, zum einen ist es wichtig, dass wir uns mit der Wissenschaft austauschen und beraten, aber die Entscheidung muss am Ende irgendjemand treffen. Und glauben Sie mir, es ist nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, wenn 7 verschiedene Wissenschaftler 10 verschiedene Meinungen vertreten. Trotzdem müssen wir diese Entscheidungen dann treffen. Und was die Wissenschaft betrifft, bin ich froh über jede Bühne, die Sie im ORF oder anderswo Expertinnen und Experten geben. Meine Bitte nur ist auch hier natürlich nicht für zu viel Verwirrung zu sorgen. Ich habe heute in der Früh in den Nachrichten gehört, was alles angeblich beschlossen wird. Da war die Rede von Ausnahmen für Silvesterfeiern, dass die erlaubt sein werden. Und danach hat ein Virologe davor gewarnt und gesagt, was das für ein schwerer Fehler der Regierung ist, das zu machen. Die Realität ist, es gibt überhaupt keine Ausnahmen für Silvesterfeiern. Daher, aber gut, Sie lassen Informationen schon etappenweise sickern in den verschiedensten Medien. Warum dauert das immer so lange, bis es dann tatsächlich die Entscheidung gibt, die der Bevölkerung mitgeteilt wird? Weil wir, Herr Bürger, in einem freien Land mit freien Medien leben. Und wenn wir uns als Regierung mit verschiedenen Wissenschaftlern austauschen, wenn wir uns mit den Landeshauptleuten austauschen, wenn wir uns mit anderen Parteien austauschen, dann gibt es natürlich immer wieder auch Informationen, die an Medien durchsickern und erzählt werden. Und das wiederum berichten sie, was ja ihr gutes Recht ist. Ich hoffe nur, dass wir trotzdem die Möglichkeit finden, die Bevölkerung nicht zu verwirren. Und daher möchte ich noch einmal ganz klar zusammenfassen, wie sind die aktuellen Regelungen. Derzeit bestehen Ausgangsbeschränkungen am Abend. Aber es ist selbstverständlich möglich, tagsüber einkaufen zu gehen. Die Schulen bleiben geöffnet, die Geschäfte bleiben geöffnet bis Weihnachten, so wie wir das auch angekündigt haben. Am 24. und am 25. hat jeder die Möglichkeit, mit maximal 10 Personen Weihnachten zu feiern. Meine persönliche Bitte ist, je vorsichtiger wir hier sind, desto besser. Weil wenn man einen älteren Menschen beim Weihnachtsfest ansteckt, dann hat jeder ältere Mensch eine doch sehr hohe Chance, an dieser Erkrankung im Endeffekt zu sterben. Und das ist die große Gefahr bei den Weihnachtsfeiertagen. Ab dem 26. Dezember werden wir das System wieder herunterfahren. Es werden die nicht lebensnotwendigen Geschäfte, die körpernahen Dienstleister wieder schließen. Es gelten Ausgangsbeschränkungen, das heißt, man darf das Haus verlassen, um arbeiten zu gehen, um notwendige Besorgungen zu machen, um andere Menschen zu unterstützen und auch um Sport im Freien zu machen. Und ab dem Wochenende vor dem 18. Jänner werden wir wieder Massentests durchführen und jeder, der hier mitmacht, der sich testen lässt, hat die Möglichkeit, danach sämtliche Branchen, die öffnen, wieder zu besuchen. Wer das nicht möchte, der muss eine Woche länger im Lockdown bleiben. Und dann, also die letzte Frage jetzt, und dann kommt dann der nächste Lockdown? Oder wenn sich die Zahlen im Jänner wieder nicht so entwickelt haben, wie Sie ja das schon eigentlich für November
erhofft hatten. Was dann? Wir sind alle keine Hellseher und eins kann ich Ihnen garantieren, wir werden weiterhin nicht zulassen, dass die Intensivstation übergeht. Wir werden weiterhin nicht zulassen, dass in Österreich eine Triage durchgeführt werden muss, dass Menschen nicht behandelt werden können. Das heißt, wenn die Situation noch schlimmer wird als befürchtet, dann bleibt uns keine andere Wahl, als darauf zu reagieren. Wir glauben aber nach ausführlichen Gesprächen mit den unterschiedlichsten Expertinnen und Experten, dass es möglich ist, mit diesen drei Wochen die Ansteckungszahlen auf ein deutlich geringeres Level zu führen, als wir es jetzt haben. Wir liegen jetzt schon im europäischen Vergleich sehr solide. Wir liegen besser als die meisten unserer Nachbarländer, aber wir müssen weiter runter. Wenn uns das gelingt wie geplant, mit weniger als 1.000 Ansteckungen pro Tag, dann können wir guten Gewissens mit 18. Jänner die Gastronomie, den Tourismus, Handel natürlich, die Schulen, den Kulturbereich öffnen und mit Tests eine Möglichkeit finden, dass wir in möglichst großer Freiheit leben können und trotzdem das Ansteckungsgeschehen unter Kontrolle halten können. Das ist der Plan und ich halte das aus heutiger Sicht für eine durchaus realistische Einschätzung. Wo ich mir sicher bin, jeder Einzelne, der sich impfen lässt, leistet einen Beitrag, dass wir zur vollständigen Normalität zurückkehren können. Und ich rechne nach wie vor damit, dass das im Sommer der Fall sein wird. Bleiben Sie beim Nein zur Impfpflicht, weil Sie es erwähnt haben, trotz Stelzer und Schützenhöfer, die dafür sind? Ja, wir werden in Österreich keine Impfpflicht einführen, das ist klar. Aber ich hoffe doch, dass möglichst viele Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen. Wir werden bewusst mit den Älteren beginnen, mit den über 85-Jährigen, mit den Risikogruppen, weil es da darum geht, diese Menschen möglichst schnell zu impfen. Wenn die sich anstecken, haben die eine sehr, sehr hohe Chance, an dieser Erkrankung auch zu sterben. Das muss verhindert werden. Darum gibt es zunächst einmal den Vorrang für die Älteren, für die Risikogruppen. Und dann, wenn alle dran sind, werde auch selbstverständlich ich mich impfen lassen. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass das möglichst viele Menschen tun werden, weil wir ja alle eins dringend wieder wollen, nämlich unser normales Leben zurück. Den Kontakt mit unserer Familie, mit unseren Freunden, auch die Nähe zu anderen Menschen, das ist ja etwas, was uns alle ausmacht, was uns abgeht. Und darum fällt uns allen ja auch diese Phase so schwer. Allerletzte Frage, wir sind ein Skifahrerland. Warum hat nicht die Bundesregierung das entschieden, sondern den Ländern übertragen? Schauen Sie, die Politik ist immer auch die Kunst, viele an Bord zu holen und unterschiedliche Meinungen auch zuzulassen. Und genauso wie es unter den Experten ganz viele verschiedene Meinungen gibt und die einen das sagen und die anderen das, genauso gibt es auch in den Bundesländern unterschiedliche Wünsche. Manche, die sagen, unsere Leute haben die Skipisten direkt vor der Nase. Es gibt keine Touristen im Moment, man kann fast allein am Lift sitzen, warum lasst ihr das nicht zu? Und andere, die sagen, uns ist das Eislaufen besonders wichtig. Wir haben uns jetzt alle gemeinsam, einstimmig, alle 9 Bundesländer, die gesamte Bundesregierung auf ein Konzept geeinigt, das sehr streng ist, sehr strikt ist, aber wo gleichzeitig Sport im Freien zugelassen wird, mit sehr, sehr strengen Sicherheitsauflagen. Und die Bundesländer tragen hier auch die Verantwortung, dass diese Sicherheitsauflagen eingehalten werden. Ich bin mir hundertprozentig im Klaren, Herr Bürger, dass egal welche Entscheidung man trifft, es immer Kritik geben wird. Es wird auch jetzt viele geben, Wahnsinn, wieso bleibt die Schule eine Woche noch länger im Distance Learning? Andere, die sagen, wieso wird der Handel schon wieder geschlossen? Die Nächsten, die sagen, es kann doch nicht sein, dass man Ausgangssperren hat in dieser Zeit. Das Problem ist nur, keine Maßnahmen, keine Testungen und trotzdem keine Kranken und keine Toten, das geht in einer Pandemie eben nicht. Und daher müssen wir Maßnahmen setzen, daher müssen wir auf Testungen setzen, wenn wir die Zahl der Toten reduzieren wollen, wenn wir verhindern wollen, dass zu viele Menschen in unserem Land sich anstecken und erkranken. Dass das niemand möchte, dass das nie angenehm ist, dass uns allen lieber wäre, keine Ansteckungen und trotzdem keine Maßnahmen, keine Tests und keine Toten, das ist klar, aber das kann leider niemand herzaubern.
Im ausführlichen Hauptabendinterview war das Kanzler kurz im Gespräch mit Hans Bürger über den neuerlichen Lockdown. Und der betrifft auch wieder mehr als 1 Million SchülerInnen. Für ein paar Tage hieß es jetzt, der Schulbetrieb beginnt erst wieder am 11. Jänner. Heute heißt es, zurück zum ursprünglichen Schulstart am 7. Jänner. Allerdings nur per Fernunterricht und das 1,5 Wochen lang bis zum 18. Jänner. In Ostösterreich ist das Schuljahr aber dann schon so gut wie gelaufen, weil kurz darauf schon die Semesterferien beginnen und das heißt für viele wieder umplanen. Viele Lehrerinnen und Lehrer stellen sich heute auf Überstunden ein. Schließlich müssen sie ihre Unterrichtspläne für das restliche Semester erneut umstellen. Weil wir wieder Maßnahmen im allerletzten Augenblick oder noch später erfahren, die diesmal relativ einschneidend sind, wenn ich nur an die Einschreibungen denke, wo wir alle vom 11. an Termine vergeben haben. Ich finde es ganz schlimm und ich finde es wirklich katastrophal, wie mit uns Schuldirektoren und Direktorinnen umgegangen wird. Wir kriegen keine Information von der Bildungsdirektion, wir kriegen keine Information von unseren Unterrichtsministern, wir kriegen keine Information von der Regierung. Fraglich ist derzeit, wie das Semester abgeschlossen werden soll. Denn Grundlage der Bewertung sind Schularbeiten. In manchen Fächern sind die ersten Schularbeiten aber für die Woche ab dem 11. Jänner eingeplant gewesen, die nun wieder verschoben werden müssen. Man muss jetzt schauen, wie man das erste Semester noch ordentlich abschließen kann, weil da wird es jetzt natürlich sehr knapp. Vom 18. Jänner weg ist genau eine Woche dann bis Notenschluss. Und es sind noch einige Schularbeiten ausstehend, einige Prüfungen, Tests. Wenn man überhaupt nur eine Schularbeit im Semester hat oder vielleicht gar keine, ist natürlich der Druck enorm da. Und ich glaube, dass man hier einfach zu ganz anderen Regelungen kommen muss. Besonders Schülerinnen und Schüler der Oberstufen und der Matura-Klassen befürchten, dass sie nicht bestmöglich vorbereitet sind. Es ist sehr nervig, man ist sehr unmotiviert inzwischen in der Schule, einfach auch mit dem ganzen Distance Learning. Und ich fühle mich nicht wirklich sehr gut vorbereitet auf die Matura. Am Anfang habe ich mich natürlich gefragt, ob irgendwas ausfällt, irgendwelche Schularbeiten. Aber das ist derzeit, werden nur Referate verschoben. Aber es ist natürlich kritisch, wenn das weiterhin so bleibt, dass immer weiter hin verschoben wird zur Matura, dass sich dann alles irgendwann staut und dann es einfach zu viel wird. Mehr Stress und weniger Vorbereitungen, weil wir haben zum Beispiel gleich danach eine Lateinschularbeit, für die wir jetzt weniger Vorbereitungen bekommen, da wir nicht in die Schule können. Auch viele Eltern und Großeltern fragen sich, welche Auswirkungen Homeschooling und Distanzlernen haben werden. Das ist schon Belastung, auch für die Kinder. Ja. Also mein Sohn ist in der 3., meine Tochter in der 1. Die sind jetzt nicht so gefährdet, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, aber sie hätten halt auch gerne eine Perspektive. Das ist an und für sich schon sehr schwierig für die Schüler. Ich weiß das von meiner Enkelin. Diese Prüfungen und die Schularbeiten, das wird ja alles so viel. Jetzt haben die am Montag und Schularbeiten und das ist ja Wahnsinn. Für den Bildungsexperten ist es jetzt dringend an der Zeit, Tabus, etwa die Länge der Sommerferien, zu überdenken. Ich glaube, dass man entweder die Schule heuer viel länger in den Juli verlängert, also zum Beispiel um 2 Wochen, oder dass man dann mit der Schule viel früher beginnt, sprich schon im August. Was die Pläne des Bildungsministeriums für das weitere Schuljahr 2020/2021 sind, will Minister Fassmann morgen präsentieren. Und ich begrüße dazu jetzt in der Sendung Christiane Spiel, Bildungspsychologin an der Universität Wien. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Leitner. Weil die Frage in dem Bericht gerade aufgeworfen wurde, muss man ab jetzt an Tabus rütteln und etwa darüber nachdenken, ob man Ferien in der nächsten Zeit tatsächlich verkürzt oder ausfallen lässt? Ich denke sehr wohl, dass man an Tabus rütteln muss. Aber gerade was die Ferien betrifft, wäre ich sehr vorsichtig. Man muss ja bedenken, dass die Kinder, auch wenn sie jetzt derzeit nicht in der Schule sind, ein Distance Learning haben, was für alle Seiten sehr stressig ist, auch für die Lehrpersonen. Und wenn man dann noch ihre Ferien verkürzt, und zwar verpflichtend verkürzt, halte ich das schon für problematisch. Umgekehrt glaube ich jedoch, dass es sehr hilfreich und wichtig wäre, in den Ferien Angebote für diejenigen zu machen, die eine Unterstützung brauchen. Und zwar beginnend jetzt schon von den Weihnachtsferien. Es ist angekündigt, 1 Million jetzt zu investieren. Und ich denke, wenn wir uns anschauen, wie viel Geld in andere Bereiche fließt, ist 1 Million wirklich ja, fast lächerlich. Das heißt, wir brauchen viel, viel mehr Geld dafür, um die vielen Kinder,
die den Anschluss möglicherweise verloren haben, die wir wissen ja, dass viele überhaupt nicht erreicht werden konnten, aber auch viele jetzt einfach Wissenslücken in vielen Bereichen haben, dass die ausreichend Unterstützung erhalten. Und Schule ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, weil wir müssen daran denken, was wir den Jungen schuldig sind und sie für eine Zukunft und auch für eine Berufstätigkeit vorzubereiten. Jetzt gibt es Schulkinder, die bald ein ganzes Jahr lang keinen Regelunterricht gehabt haben und damit auch viel von ihrer gewohnten Tagesstruktur oder gar von ihrer Lebensstruktur nicht mehr haben. Was macht denn das mit diesen jungen Menschen? Also es ist sicher ein großer Prozentsatz einfach so herausgefallen, dass sie einfach aus dem Lernen draußen sind. Und Sie haben es richtig gesagt, auch aus der Tagesstruktur. Das wieder zurückzuholen ist gar nicht einfach, weil das eben schon so lange geht. Und da braucht es eben eine Unterstützung, die nicht nur punktuell jetzt ist, sondern sehr viel länger. Denn oft fangen die ja dann gar nicht mehr an zu lernen, weil sie kein Selbstvertrauen haben, weil sie gar nicht mehr glauben, dass sie es schaffen. Daher muss man das ganz behutsam aufbauen und vor allem ihnen auch vermitteln, wie wichtig die Institution Schule ist. Denn wenn wir uns überlegen, wenn jemand in einer Institution oder auch beim Beruf keinen Erfolg hat, nur Misserfolge, dann wird er diese Institution abwerten. Das heißt dann, ich brauche die Schule ja nicht. Das Lernen ist ja ein Unsinn. Ich mache lieber etwas anderes. Und sie aus dem herauszuholen und ihnen klarzumachen und zu vermitteln, ihr werdet es doch schaffen. Ihr bekommt zur Unterstützung, aber ihr werdet es schaffen und ihr werdet Erfolge haben. Das ist eine große Herausforderung und ich sage eine Herausforderung wirklich für die gesamte Gesellschaft, weil es ja auch volkswirtschaftliche Effekte haben könnte, wenn wir diesen jungen Menschen nicht helfen können, sie nicht unterstützen können. Jetzt lernt man ja in der Schule, wie es so schön heißt, fürs Leben, aber es gibt auch einfach formale Anforderungskriterien, die man erfüllen muss, nämlich positiv durch die Schuljahre zu kommen. Wir haben es auch gehört jetzt im Bericht zuvor. Es gibt nur sehr wenige Prüfungen, sehr wenige Tests, dadurch steigt der Druck enorm. Muss man jetzt in dieser Phase mit diesen formalen Anforderungen einer positiven Note anders umgehen? Ich glaube, man muss sich noch einmal die Frage stellen, welche Inhalte in welchen Fächern sind wirklich ganz zentral und welche sind nicht so zentral, beziehungsweise wo kann man exemplarisch arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Lehrpläne sind in Österreich Maximallehrpläne. Also sie danach durchforsten und dann muss man natürlich wirklich vielleicht an gewissen Tabus rücken, denn die Pandemie stellt uns einfach vor großen Herausforderungen. Man muss zum Beispiel vielleicht überlegen, wenn wir das Wintersemester nicht so rasch abschließen können, ob wir dann nicht noch 2 Wochen dazugeben, um eben nicht so einen hohen Druck entstehen zu lassen, dass man dann möglicherweise in einer Woche sehr viele Prüfungen, Schularbeiten und so weiter hat. Und zwar von denen dann ganz viel abhängt. Denn wenn ich nur eine Schularbeit habe, hat die eine viel größere Bedeutung und macht viel mehr Stress, als wenn ich in einem Semester mehrere habe. Eine letzte Frage noch zum Skifahren. Wie wird denn das im Kreise von Pädagoginnen aufgenommen, dass man jetzt zwar so lange in der Schule nicht persönlich zusammenkommen darf, aber in den Ferien eben doch mit der Gondel auf den Berg fahren kann? Ich weiß nicht, ob die darüber schon diskutiert haben, aber da kann ich vielleicht noch mal zurückkommen auf eine ganz besondere Risikogruppe oder eine Gruppe, denen es besonders schlecht geht. Das sind die Schülerinnen und die Schüler der Oberstufe. Die waren schon im ersten Lockdown so lange zu Hause und sie sind jetzt schon im leichten Lockdown gewesen, jetzt im harten, sind die ganze Zeit zu Hause. Und das ist gerade eine Altersphase, wo man sagt, ich möchte so viel unternehmen, mit meinen Freundinnen zusammen sein, die für diese Altersphase auch ganz besonders wichtig sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die das Gefühl haben, auf uns schaut gar niemand, wirklich. Wir werden überall vergessen und die außerdem, denn man sieht ja, denken wir an die Fridays for Future und solche Bewegungen, wie stark diese jungen Menschen auch erkennen, welche Probleme es unserer Welt gibt und dass sie auch bereit sind, sich einzusetzen. Also die müssen oder sehr viele von ihnen schon ziemlich verzweifelt sein. Also das ist durchaus wichtig für die sozialen Beziehungen. Vielen Dank, Christiane Spiel, für dieses Live-Interview. In den Ferien kann man ja also auch jetzt tatsächlich Skifahren gehen, wie berichtet, auch wenn alle Geschäfte geschlossen und Veranstaltungen aller Art verboten sind, mit einer Gondel auf den Berg zu fahren, ist kein Problem. Bemerkenswert ist, mancher Seilbahnvertreter hat schon zuletzt die Einschränkungen heftig kritisiert und obwohl sie seit heute noch ein Stück strenger sind, scheint die Seilbahnwirtschaft erleichtert zu sein. Es hätte ja schlimmer, so wie für andere, kommen können. Skifahren. Für viele Österreicher und Österreicherinnen gibt es nichts Schöneres. In den Skigebieten stehen die Lifte derzeit aber still. Noch.
denn sie sollen trotz Lockdown am 24.12. aufsperren dürfen. Allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mindestvorgaben sollen dabei vom Bund kommen. Etwa was das Anstellen betrifft bei den Gondeln, das Transportieren in den Gondeln. Wir werden hier das Tragen von FFP2-Masken vorgeben. Nähere Bestimmungen können aber die Länder erlassen. Und die wollen die Bundesländer gemeinsam ausarbeiten. Weil wir möchten, dass beispielsweise Eislaufen, Skifahren, Sport im Freien für alle Bundesländer mit den gleichen Regelungen stattfinden. Dass man Skifahren kann, sei jedenfalls ein Erfolg, freut sich der Tiroler Landeshauptmann. Ich glaube, es ist ja klar, die Bewegung im Freien ist wichtig. Und da ist in Tirol das Skifahren natürlich selbstverständlich. Wenn ich mir anschaue, in Ostösterreich geht man spazieren im Park oder im Wald. Und in Tirol ist das das Skifahren. In Sölden im Ötztal geht es also bald wieder los. Geschäft werde das aber keines, sagt der Bergbahnenchef. Wir wissen natürlich, dass wir keine Gäste haben können, weil ja die Hotelbetriebe gesperrt sind. Aber wir machen das wirklich aus Überzeugung für unsere Einheimischen, für die Tiroler Bevölkerung, weil es natürlich in so schwierigen Zeiten der Skisport, der ja ungefährlich ist, für Körper und Geist sehr wichtig ist. Der Innsbrucker Infektiologe Günther Weiß sieht kein Problem, wenn Ski gefahren wird. Schon jetzt hätten die Skigebiete viele Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist es eine gute Entscheidung. Und die Rahmenbedingungen sind, dass es Konzepte geben muss, und die gibt es in den verschiedenen Skigebieten, dass das Risiko für Übertragungen von Infektionen unter den Skigebietsbesuchern minimiert wird, einerseits durch Transportkonzepte oder auch Abstandshalten oder auch Masken. In Sölden will man darauf schauen, dass alle Vorgaben penibel eingehalten werden. Das ist in dem Fall überhaupt kein Problem, weil man normalerweise sich 15.000, 16.000 Leute bewegen und dann sind es nicht einmal 10% mit unseren enormen Kapazitäten der Anlagen. Da können wir alle Sicherheitsleistungen bieten, vom Abstand halten, von der Kapazität, Mund-Nasen-Schutz ist selbstverständlich. Also das werden wir alles natürlich einhalten. Abseits der Sicherheitsvorkehrungen appelliert Infektiologe Weiß jedenfalls an die Eigenverantwortung der Skifahrer und Skifahrerinnen. Davon hänge viel ab, so gelte es nicht nur Abstand zu halten, sondern auch vorsichtig zu fahren. Kleinere Verletzungen können überall passieren, auch im Haushalt. Und das ist nicht etwas, was unbedingt Intensivstationen belastet. Das Problem ist, sind schwere Verletzungen, polytraumatisierte, wenn jemand irgendwo im Vollrausch gegen einen Baum fährt. Das ist etwas, was natürlich jedem Gesundheitssystem zusätzliche Sorgen bereitet. Und ja, Sport mit Umsicht und Rücksicht ist etwas, was man durchaus machen kann. Aber da ist natürlich jeder Einzelne gefordert, sich auch daran zu halten. Und wenn das getan wird, bringe das Skifahren auch Vorteile für die Gesundheit. Das Positive am Skifahren ist, dass es vielleicht sowohl für die Psyche gut ist, andererseits auch das Immunsystem stärkt und somit vielleicht Infektionen auch verhindern kann. Soweit Reaktionen auf die Entscheidung, Skifahren auch im Lockdown zuzulassen. Hören wir uns am Schluss noch ganz grundsätzliche Reaktionen der Menschen auf die neuerlichen Regelungen an. Die Stimmung schwankt zwischen Ablehnung, Resignation, aber auch Bestätigung der Erwartungen. Also für mich war es eigentlich vorhersehbar. Also ich habe damit gerechnet. Ja, ich ja. 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 Ich gehöre schon zur Risikogruppe und ich muss ehrlich sagen, wenn das die Regierung für, also dass die es für richtig halten, dann bin ich schon dafür. Gell? Weil die müssen am ehesten wissen, was ist jetzt gut für die Bevölkerung und was nicht. Ist die Frage, was die Alternative? Also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Schimpfen drüber, ich verstehe die, sagen, das muss sein. Das ist die Alternative. Ich würde mir eine Alternative natürlich wünschen, aber derzeit sehe ich keine andere Möglichkeit. Ja, wenn die Infektionslage diese Maßnahme erfordert, dann muss man das absolut ernst nehmen. Und alle Maßnahmen, die uns wirtschaftlich weiterbringen, sind absolut einzuhalten. Mein Sohn ist zum Glück ein recht guter Schüler, ist auch zu Hause immer sehr aktiv mit dabei bei diesem Distance Learning. Aber es gibt halt Schüler, die das eben nicht können oder sich schwer tun dabei. Wir haben genug Möglichkeiten gehabt, genug Zeit gehabt, das zu vermeiden. Leute waren zu blöd dazu, müssen wir alle durch. Ja, Verständnis, klar. Also wir müssen alle zusammen helfen, dass die Situation besser wird. Ohne alle gemeinsam wird das nicht funktionieren. Stimmen aus einigen Bundesländern am Ende dieser ZIP-Spezial. In der ZIP 2 dann der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei Lou Lorenz Dittelbacher um 22.25 Uhr hier in ORF 2. Schönen Abend noch und auf Wiedersehen.